we are glad to see so many faces here. That we are so many people. I didn't expect it. Me too. But we are glad to welcome you here in Friedensau to our cultural evening. Welcome you from me. This lady next to me is Miriam. She is from Germany. My name is Vladi. I'm come from Bulgaria, and we are going to somehow lead the program, to be host of this program, and to present you different cultures and different presentation of all around the world. Yeah. So what can we expect, Vladi? I want to give you a bigger picture of our planet Earth, and we are going to see the global picture, the continents of the world. So please. Continents are very large land masses found on Earth. The Earth has 7 such continents. Somehow the host of all these people, and to say something about in the beginning. Vorbereitet worden, was man mögen kann. And for this afternoon, a lot has been prepared, what you can love. Zum ersten Mal das Kuchen gesehen. For the first time, we have on stage. Und dann anschließend das Essen aus vielen Ländern von nah und fern. And then, to conclude, we have this dinner from many countries, from many regions. Danke daher an dieser Stelle von der Hochschule an den Studentenrat. So from my side, presenting the school, thanks to the Student Council. An das Team um Sandra, die das heute Abend vorbereitet hat. And thanks to the team, Sandra and all her helpers who have prepared everything. Und auch danke an alle, die sich einbringen mit etwas, was man heute umarmen kann. And thanks for everyone who will contribute something that we can embrace. Das Bühnenprogramm sieht vor, kleine Eröffnungsrede, 5 Minuten. In the program it says to have an opening speech can be 5 minutes. Aus gegebenem Anlass als satirisches Gedicht. And Matthias will contribute with a poem in German. Kultur, Kultur, Humboldt, so kann man ihn zitieren, sagte, Bildung und Entwicklung der Persönlichkeit sind Momente der Kultur. Doch gibt's da Sprachbarrieren. Weshalb man flüchtet in Bild, den Ton, die Karikatur. Zum Leid des Übersetzers auch in das Gedicht. Was braucht man zur Entwicklung? Vorlesungen, Seminare, Exkursionen, am Ende gar eine Prüfung? Oder doch vielmehr die Freiheit, um sich auszudrücken? Suchen, malen, dichten, am Ende sogar tanzen und dabei vielleicht sogar verunglücken? Diese Freiheit muss ich haben für meine Hausaufgaben, für die Aufgaben und Gaben. Freiheit brauchen heißt auch Freiheit nehmen und für den, der Macht hat, Freiheit zu beschränken, Freiheit schenken. Das bedeutet, sich zu trauen, zu vertrauen, gemeinsam auf dem Essen kauen, das man bis eben noch nicht kannte, immer glauben, dass das stimmt, was wir vermuten. Alle hier streben nur nach dem Guten. Paulus schrieb an die Korinther, nicht nur habt euch lieb. Egal ob Jude oder Grieche, ob Mann und Frau, ob Sklave oder gar gekröntes Haupt, er schrieb, alles ist erlaubt. Das ist Freiheit. Doch schreibt er weiter, nicht alles dient dem Guten. Dem Guten dienen, wäre das nicht Persönlichkeit entwickeln? Also schenken wir die Freiheit und umarmen die Entwicklung und warten aufs Geschrei. In diesem Sinne, Bühne frei. Where is it? Nigeria. Nigeria, that's right. The only one from Nigeria, maybe. Cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo do
e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. To enjoy several songs. The first song is from Deborah, she's from Brazil, and Nathan, we will accompany him, he's from France. Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes destilados, por la adelante ida en Yucatán. Oh,
here also. Yeah, and then we will have a Mother Ghana, Mother Ghana, you are very great and strong. A country of peace is you. You are so kind and friendly that your neighbors love you. Your leaders are brave like warriors. And your children are always hope. Mother Ghana, we are always proud of you. Thank you. Girl in Zambia, we are taught to wake up before the sun. We are taught how to act around those older and how to show respect to your husband and your in-laws. Were you in the farm in the morning? It's time for me to marry a new wife. You know, as a man, I need to walk in the bedroom. So, I'm going to the king's palace. That woman, bring her for me. Thank you. Wir haben uns hier eingefunden, um verschiedensten Beiträgen aus unterschiedlichsten Kulturen unser Auge und Ohr zu leihen. Das nun folgende Theaterstück soll den primären Abschnitt dieses Nachmittags auf glorreiche Art und Weise beschließen. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung lässt sich feststellen, dass es nie einfacher war, seinen Wissensdurst nach mehr oder weniger sinnvollen Informationen zu befriedigen.
Auch wenn das Internet für uns alle noch Neuland ist, steigt die Anzahl derjenigen, welche sich der Funktion desselben bewusst werden, mit zunehmender Dauer evident an. Dabei verhält sich die Quantität der Beiträge im Gros der Fälle antiproportional zur Gehirnmasse des jeweiligen Nutzers. Anders ausgedrückt, das Tolle am Internet ist, dass endlich jeder der ganzen Welt seine Meinung mitteilen kann. Das Furchtbare ist, dass das auch jeder tut. Und nicht jeder vollbringt diesen Akt auf solch geistreiche und anregende Weise wie etwa Jan Böhmermann. Die nun folgende Darbietung verkörpert insofern eine treffende Kritik der parlamentarischen sogenannten Demokratie, gleichzeitig einen zynischen Kommentar zur Einsamkeit des Individuums im Chaos der Postmoderne und natürlich eine Absage an das obsolete Konzept des Sechs-Stunden-Theaters. Inspiriert von geschichtsträchtigen Sinnsprüchen wie: Es gibt so eine und solche und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Und noch ein Wort und ich hau dir auf den Kopf, dass du durch die Rippen guckst wie ein Affe durch die Gitter, ist dieses Werk vor etwa 7 Jahren entstanden und hat seitdem die kosmopolitische Dramaturgik in ihren Grundfesten erschüttert. Nie zuvor oder danach übt ein Kunstwerk dieses Genres einen solch nachhaltigen und weitreichenden Einfluss auf die Historie der ganzen Menschheit aus. Der ganzen Menschheit? Nein! Ein von unbeugsamen Adventisten bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Siegeszug dieses Bühnenspiels Widerstand zu leisten. Doch das soll sich am heutigen Tag ändern. Begrüßen Sie nun mit einem warmen Applaus die darstellenden Künstler der Friedensauer Tragikomödie mit ihrem Stück Wenn ihr mich fragt. Also, wenn ihr mich fragt, wir fragen dich nicht. People from Iran, Iraq, Syria, Afghanistan also, and we want to invite some of them. They want to say something, so we want to invite those people who wanted to greet us in the front. We want to say hello. Hello everyone. Hello. Okay. My name is Sober, and first of all, I should say that I'm so very, very nervous because this is the first time that I'm speaking in front of people. But now I feel better. It's from Myanmar. Yeah, and then we will have a presentation and a poem from Hungary. Then we will go deeper in the rap music with Udo. And then some friends from the US will present a sketch. So after that we will have more things, but now be ready for the dance of Myanmar. Have fun. Exactly, Myanmar New Year Day. We used to celebrate Water Festival in every New Year. Now, as you see, you can see in the pictures, people splash water everywhere throughout the whole country. The Water Festival is believed to be started since 916 years ago, because April is the hottest month in Myanmar. Because the weather was very hot in Myanmar. At that time, the servants of the king they splashed water in the palace.
but very little water at that time. Now, as time passed by, the way people celebrate the water festival became changed. Now they put a lot of water everywhere. And the song and dance that we are going to perform now is about the water festival while welcoming our Myanmar New Year. So happy Myanmar New Year to you all. Enjoy the dance. Wer war schon in Ungarn? In der Hoch. Who of you have been to Hungary? Ah, das ist sehr schön. Wow, das ist sehr nice. Europa und ist eigentlich nicht ein ganz großes Land. Hungary is situated in the center of Europe and is actually not such a big country. Von ungefähr 90.000 Quadratkilometer. Hungary has an area of about 90,000 square kilometers. Es leben ungefähr 10 Millionen Menschen da. And there's a population of about 10 million. Oranje. And it's connected a little bit with Hungarian history. And in the 18th, 19th centuries. And when this poem is deed, for I will see if Wells, said he, accepts my rules indeed. I stream and mountain fair to see. Komisch aus, sein Leben ist hart. Läuse bauen Nester in dem verfilzten Haar. Es ist illegal, was der da so treibt. Bei Reggae und einem Joint ist der bestimmt dabei. Siehst du da die Blonde? Die hat doch nichts im Kopf. Handtasche und Hündchen, ein kleiner süßer Mops. Der Rock viel zu kurz, die Schminke viel zu dick. Es ist völlig klar, dass sie mit jedem schläft. Langer Bart und schwarzes Haar, du bist Terrorist. Für Frauen 20 Kinder, das ist dein Besitz. Ich bin ganz verschwitzt, seh dich am Check-in. In meinem Flug nach L.A. sitzt du hoffentlich nicht drin. Guck dir doch mal den an, das da ist der Gelbe. Chinese, Filipino, das ist alles doch dasselbe. Jeden Tag nur Reis, Hund und Katze auf dem Teller. Durch Atomunfälle leuchten Glühbirnen bei euch heller. Nicht mal wieder raucht, vielleicht ist er ja voll schlau und sitzt er eigentlich im Bau. Und ja, seine Freunde sind nicht unbedingt im Bau. Vielleicht sind sie ja voll clean und kümmern sich um Kind und Frau. Aber sei mal ehrlich, wie manche sich schon kleiden, das ist einfach voll daneben, das kann ich gar nicht richtig leiden. Vielleicht auch voll Latte, wie ich finde, was der trägt. Zu mir kommt doch auch keiner und sagt, wie man richtig lebt. Die gute alte Angst, das unbekannte Fremde, das erzeugt bei vielen Hass und sie sprühen es an die Wände. Viel zu viel verpasst, neu ist nicht immer gleich schlecht. Ausgrenzung tut weh, das was sie fühlen ist echt. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir in den Spiegel sehen. Wenn wir anfangen zu verstehen, warum wir drüber reden, dann vergessen wir den Bart, die Kleidung und das Haar. Wichtig ist dein Herz, alles andere ist egal. Was machst du, der tust?
Sie lassen dich nicht mit ihrer Meinung in Ruhe. Sie gucken dich an, wissen gleich, wer du bist. Sie denken, sie wissen, doch sie wissen es nicht. Egal woher du kommst, was du sagst oder tust. Sie lassen dich nicht mit ihrer Meinung in Ruhe. Sie gucken dich an, wissen nicht, wer du bist. Sie denken, sie wissen, doch sie wissen es nicht. Nochmal, egal woher du kommst, was du sagst oder tust. Sie lassen dich nicht mit ihrer Meinung in Ruhe. Sie gucken dich an, wissen gleich, wer du bist. Sie denken, sie wissen, doch sie wissen es nicht. And we're here representing the United States of America. Perhaps there's been a lot of entertaining singing and dancing, and perhaps you've heard of some American music and musicians such as Beyonce, Eminem, Justin Timberlake, Frank Sinatra, Elvis Presley. But we're not going to sing any of them for you. We don't sing solos in public, you know, maybe in the shower, but not in public. So we just wanted to tell you a few things about the U.S. I was born in something that perhaps you guys don't know about the American flag is there are 13 stripes, red, so if we count 1, 2, 3, 4, 13, the 13 stripes represent the original 13 327 million citizens. So. Yeah, so that's a little bit over the U.S., and I hope you enjoy the rest of the program. Yeah, maybe you recognized already that there are much more countries than we have flags here in the room, and maybe some people didn't stand up before and got their applause, so now it's your time. Yeah. So can you stand all the people who doesn't have here their flag on the... Thank you for the invitation and the opportunity to give a little presentation this afternoon. Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute hier eine kleine Präsentation darzubieten. Die Auswahl der Sprache für meinen Beitrag ist mir nicht gerade leicht gefallen, da für mich mehrere Sprachen zu meiner eigenen Identität mittlerweile dazugehören. Die letzten Jahre habe ich in Quebec, Kanada gelebt und habe daher auch das Französische gelernt. Deswegen kann ich mich eigentlich auch als Franco-Kanadierin bezeichnen, da meine Ursprungsheimat in Unterfranken liegt. Der Franke ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Deswegen habe ich diesen Beitrag in zwei Teile unterteilt. Zum einen möchte ich Ihnen gerne eine kleine Einführung geben in Fränkisch für Anfänger, nachdem wir diese sich. Ich habe den Text gewählt, weil er auch zum aktuellen Anlass passt und der Text lautet in seiner Überschrift auch auf Hochdeutsch ein bisschen Frieden. Nach diesem Gedicht in Mundart wird Roland das Ganze kurz auf Englisch übersetzen. Wenn's im Radio heut was rennen, immer Gates um die Raketen. Börsching 1 und Börsching 2, hullert's doch der Deifi gleich. Reden's hier und reden's her, aufhören will da keiner mehr. Hat der auch was produziert, wird beim anderen stationiert. Beim Verhandeln kommt's leider nicht einmal ein Schrittle weiter. Denken die, dass bloß mit Waffen in der Welt an Frieden schaffen? Frieden, Moni, kann's im Leben bloß durch echte Freundschaft geben. Vielen Dank. Ja, ich bin erstmal sehr froh, dass ich hier Verstärkung bekommen habe durch eine fränkische Landsfrau. Auch dazu so charmant. Und Ober- und Unterfranken passt dann auch wunderbar zusammen, denke ich. Die Mittelfranken haben wir ja schon ausgeschlossen. Nachdem ihr alle das bestanden habt, die Prüfung und auch das Gedicht verstanden habt, muss ich es vielleicht nur noch ganz kurz im Englischen zusammenfassen. So I try to sum up the poem from Franconian to English. If you hear them talk on the radio, it's all about rockets, Pershing 1 and Pershing 2, but let it go off. If they talk here and there, nobody wants to stop it anymore. And if somebody starts, the other one would continue. They don't even have success if they debate about it. They do not come one step further. So do they really think they can achieve peace with weapons? No.
Peace, that is for sure, can only be developed by friendship. Besonderen Moment für ganz besondere Menschen. Und ich bitte alle Kinder hier zu mir nach vorne auf die Bühne, auch die, die draußen sind. Vielleicht könnt ihr mal welche reinrufen, wenn ihr draußen noch welche seht. Kommt mal alle hier vorne nach vorne. No, I love soccer. Most difficult has to do with it. Okay, und da es heute Dittmars Geburtstag ist, bitte ich euch auf drei ganz laut und deutlich Happy Birthday zu singen. So at three, because it's his birthday, when I count three, you say very loud Happy Birthday. Und ihr Kinder, ihr macht alle auf mein Zeichen Seifenblasen, okay? Bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Happy geht es ums Essen, im weitesten Sinne. Viel Spaß dabei. Ich möchte gleich mal vorweg sagen, ich kam nicht auf diesen Stoß. Ich erkläre kurz, wie es kam, dass ich hier nun begleiten muss. Mein Kollege Nils kam neulich ganz euphorisch bei mir an und fragte, ob ich ihm beim Schreiben eines Liedes helfen kann. Ein Thema so genial, dass er jetzt drüber singen wollte. So bedeutsam, dass man daraus eine Nummer machen sollte. Ich habe versucht zu widersprechen, doch seine Inbrunst hat gesiegt. Also aufgepasst, hier kommt jetzt, was ihm so am Herzen liegt. Grillen, grillen, Fleisch von der Flamme geküsst. Grillen, grillen, ein Narr, wer was anderes ist. Mit eisernem Willen, das ist Grillen. Ja, das war's auch schon im Groben. Nils hat lediglich gedacht, er braucht ein Lied darüber, wie er sich etwas zu essen macht. Idiot muss es dann schreiben und heraus kommt so ein Schmuh. Das Gute ist, bei so einem Lied hört in den Strophen niemand zu. Drum kann ich offen reden, das interessiert kein Schwein. Sogar Nils steigt sogar erst, wenn's laut wird, geistig wieder ein. Aber es hilft ja alles nichts, der Refrain nähert sich schon. Es ist doof, wir sind gespannt, trifft der Sänger seinen Ton. Grillen, grillen, totes, verbranntes Tier. Grillen, grillen, begossen mit alkfreiem Bier. Es ist mehr als nur Hunger stillen. Es ist Grillen, Grillen, Kohlen drunter und Männer dahinter. Grillen, Grillen, im Sommer geil, fast noch geiler im Winter. Hätte ich die Wahl zwischen Studieren und Chillen, ich tät Grillen. Jetzt fangt ihr auch noch an zu klatschen, Leute, ihr habt echt einen Knall. Dann singen wir es also bald beim Après-Ski und auf El Arenal. Das mit dem Grillen war ja nicht mal das Schlimmste, muss ich sagen. Was hat ihr mir nicht alles schon für Themen vorgeschlagen? Ein Lied über Aktien. Wollt er nicht. Eins über Quallen. Wollt er nicht. Oder laktosefreie Milch. Doch das wollt er wieder nicht. Eins über Sozis. Wollt er nicht. Eins über Theos. Wollt er nicht. Und ein Geburtstagslied für Dittmar. Selbst das wollte er nicht. Habe ich alles abgelehnt, doch dieser Schwachsinn musste sein.
Nils hat gedroht, er lädt mich sonst zu keiner Grillparty mehr ein. Bedanken, denn dieses wunderschöne Schild, das ihr im ersten Teil schon zu sehen bekommen habt, hat eine Person gestern in mühevoller Kleinstarbeit und mit viel, viel Liebe zubereitet. Mimi, du bist ganz, ganz toll. Ein Applaus für Mimi. What I want to see. What's your problem now? Come on! What's this? What you're about to see is going to disturb you. What you're about to see is going to disturb you. Children? What you're about to see. Hey, what's going on with you? Hey. What you're about to see is going to disturb you. And right now, I want you, ladies and gentlemen, welcome, Chikamezi and Peter! It's not magic. It's just a trick. It is not magic, I say again. It is just calm down. It's just a trick. Said amen. All right, okay. Peter, pour water inside this thing. You see there's nothing inside here? You remember there was nothing inside this place? Did you paralyze me? Of course. This thing is very powerful. Walk again. Stay. Money, come here now. Money, come, just come now. German money, come. German money, come. Money. Stop. It's time now. Let's start counting it. Also wollen wir mal anfangen zu zählen. Another one. I'm so rich, man. We are rich. Let them try to lock my heart for me.
And also can invite Marike for translation. But before Heaven's mercy seat. Und ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main. My name is Michael Strasberg and I'm from the area of Frankfurt am Main. Ja, ich bin 25 Jahre alt, arbeite in einer IT-Firma. And I'm 25 years and I work in an IT company. Ja, und in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit christlicher Elektromusik. And in my free time, I it's my hobby to deal with Christian electronic music. Yeah. What does motivate you to do such a music, such a type of music? Yeah, next we have Myanmar. Zu aller Überraschung möchte ich erstmal Mareike überfallen und sie gerne nach vorne bitten, denn ich werde das hier jetzt nicht auf Englisch sagen, mein Englisch ist so gebrochen und das will ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Tut mir leid. Wird hier der Waldlauf stattfinden? Ja, yeah, the event is the 29th of May. We will call it Waldlauf, so Forest Run. Genau, und das wird nicht so sein wie jetzt, also ihr werdet da nicht sitzen und konsumieren, sondern ihr werdet diejenigen sein, die hoffentlich laufen. Und das Ganze hat auch ein Ziel. And so it will not be like this, that you sit here and consume, but you will actually be hopefully running and do something. Genau, das Ziel dieses Waldlaufes ist es, Geld zu sammeln. And the aim of the whole thing is to collect money. Für das Sprachcafé im Intersozial... Moment, das muss ich jetzt mal nachschauen. Das ist zu lang, der Titel. Moment. In Burg. In the social, cultural, in the social. Ist schwer. Social Cultural Center in Burg. Genau. Und zwar seid ihr dazu aufgefordert, selber zu laufen, Sponsoren zu finden. Das Ganze wird stattfinden am 29.05. hier vorne. And you're encouraged to run by yourself or to collect some sponsors